Moin, moin, liebe Leute. Hier ist Pete Omsen und ich blätter gerade in einem alten Fotoalbum rum. Was heißt Fotoalbum? In der Datei. Und habe einige Bilder gefunden, was ganz interessant ist, was unser Chef früher so alles so angeschleppt hat. Da sind unter anderem zwei Tanks, zwei Wassertanks, die er in Tiefen des Internets irgendwo erstanden hat. Und die wollte ich euch mal zeigen. Unser Chef ist da ganz zielgerichtet vorgegangen, hat erstmal so ein Gestell gebaut, mit oben eine Plattform, wo der Tank aufgestellt wird, um anschließend den Druck zu bringen, damit das Wasser in die Lokomotiven dann schwerkraftmäßig einlaufen kann. Auf den weiteren Fotos sieht man, dass es auch ein bisschen schön werden soll, und dann mit Perrons und Treppen und Leitergängen können die Leute oben alles inspizieren und die kommen an die Mechanik und die Ketten und die Flaschenzüge heran. Hier sieht man, wie die ganze Geschichte auf dem Werkbank erstmal getestet wird. Und jetzt geht es schon mal los in die Praxis, um zu sehen, wie man das dann verwenden könnte an der Strecke. Und irgendwie kommt man dann auf die Idee, gleich zwei Dinger zu bauen, lässt die Lok in der Mitte vorfahren und dann wird das immer mehr so eine Art Le Mans. Das heißt, die eine Run-Lok kommt an, wird vollgetankt mit Wasser und dann sind auch schon die passenden Overalls für die Mannschaft bereitgestellt. Die Sache sieht schon wieder richtig an. Die nächste Lok ist schon am Anrutschen. Die Wasserbetankungsrennkrew in den roten Overalls bleibt jedoch untätig, als die kleine Schweizer Lok da drunter steht und Wasser haben will. Es passt eben nicht alles zusammen. So ist es. Nicht alles, was gebaut wird, wird dann hinterher auch wirklich auf der Anlage gebraucht, weil es muss irgendwie doch ein bisschen zusammenpassen. Stimmigkeit ist auch eine wichtige Sache. Das meinte auch Pete Olsen, der sich hiermit verabschiedet und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.